Gentlemen! Wir haben heute Abend noch einen Preis zu vergeben, liebe Bücherwürmer. Den Preis für den bedeutendsten und besten Kritiker. Mr. Oh, ich bitte um Verzeihung. Sir Felix Finch, geschätzter Verdienstordenträger. Und worin mag mein Preis bestehen, frage ich Sie. Einem signierten, noch nicht eingestampften Exemplar von Knuckles Sandwich? Davon dürfte es nicht mehr viele geben. Und was genau hat der stumpfe Stift, den Sie Ihre Fantasie nennen, wohl vorgesehen, um diese Szene enden zu lassen? Hm? Ach, das wird dir bestimmt gefallen. Action! I am so sorry to keep you waiting. I know what to do. Ray, release away. Fly past Ray. I'm sure they could use your support. Great. Okay, well, why don't you wait here, and I will go and find someone smarter who can walk you through the details of some of your questions. Great. And action! We should avoid some of the lines are really nearly... No. It would be up anyway that we had to, you know. Action! To me, it's like coming in angry. I've got nowhere to go. No, if you come in just that. Hurt, it's like, then, oh, wait, then I make up my mind. Hey, I might, yeah, I'm selfish. So yeah, whatever you want to do. It's a three-step thing, though. It's much better. Das ist das Wolkenatlas Sextett? Ich kann es einfach nicht mehr ausschalten. Es gibt nur eine Handvoll Exemplare davon. Aber trotzdem kenne ich es. Ich weiß es genau. Das ist sie. Die Musik aus meinem Traum. Ich habe ganze Sätze darin in der Vorstellung geschrieben, dass wir uns in verschiedenen Leben, verschiedenen Epochen immer wieder begegnen. Ich kann nicht erklären, warum, aber als ich vorhin diese Tür öffnete, da ereilte mich ein intensives Déjà-vu. Ich habe sie im Schlaf gehört, in einem albtraumhaften Café. Und alle Kellnerinnen... Willkommen im Papa Song! ...hatten dasselbe Gesicht. Versteck dich nicht. Ich weiß, du bist Sun Mi 451. Ja.
gestern führte mein Leben in eine Richtung. Heute führt es in eine andere. Haben Sie auch manchmal das Gefühl, das Universum ist gegen Sie? Furcht, Glaube, Liebe, Phänomene, die den Verlauf unseres Lebens bestimmen. Diese Kräfte nehmen ihren Anfang lange vor unserer Geburt und überdauern unseren Tod. Unsere Leben gehören nicht uns allein. Wir sind verbunden mit anderen, in Vergangenheit und Gegenwart. Und aus jedem Verbrechen und jeder guten Tat wird unsere Zukunft geboren. Ich werde dich nie mehr allein lassen. Cloud Atlas. Alles ist verbunden.